Ja, liebe Freundinnen und Freunde von Padre Pio, herzlich willkommen. Ich darf Sie und euch begrüßen aus München. Mein Name ist Bruder Helmut. Ich bin ein Kapuziner der deutschen Kapuzinerprovinz und darf Sie durch diese Gedanken des Padre Pio heute begleiten. Schonen wir uns nicht bei unserem Aufstieg auf den Kalvarienberg, hat er einmal geschrieben, aus Liebe zu dem, der sich aus Liebe zu uns aufopferte, und warten wir geduldig in der Gewissheit, uns schließlich zum Flug auf den Tabor zu erheben. Ja, diesmal ist es eine ziemliche Herausforderung, dieses Wort vom heiligen Padre Pio. Wir sollen uns nicht schonen, schont euch nicht. Ich versuche regelmäßig zu laufen und weiß, wie das im Alter auch anstrengend wird. Manchmal schaffe ich das überhaupt nicht. Und vor allem die Anfänge sind immer schwierig. Wenn ich loslaufe, will ich eigentlich nach den ersten paar hundert Metern schon aufgeben, weil mir die Luft ausgeht. Und für mich heißt es dann, die Geschwindigkeit anpassen, nicht zu schnell laufen, um dran zu bleiben. Und nach einer gewissen Zeit kommt plötzlich Routine und ich schaffe meine 5 Kilometer, ja nicht wirklich schnell, aber ich schaffe sie als Lauf. Wer sich schont, wer zu früh aufgibt, der wird das Ergebnis nicht erreichen. Und ich glaube, aus dieser Lebenserfahrung lernen wir auch für den Glauben und lässt uns Padre Pio für unseren geistlichen Weg lernen. Der heilige Paulus vergleicht uns ja mit den Läufern, die alle unterwegs sind, um die Siegespalme zu gewinnen. Gott sei Dank hält Gott für jeden seine eigene Siegespalme bereit. Wir müssen uns nicht mit den anderen streiten, dass wir auch etwas abbekommen. Aber wir müssen auf dem Weg bleiben. Und dazu sollen wir uns nicht schonen. Und dieser Weg ist ein Aufstieg auch auf den Kalvarienberg. In diesen Tagen der österlichen Bußzeit begleiten uns natürlich die Themen von Kreuz, von Buße, von Umkehr. Und daher auch dieses Wort von Padre Pio: Schonen wir uns nicht bei unserem Aufstieg auf den Kalvarienberg. Und zwar sollen wir das tun aus Liebe zu dem, der sich aus Liebe zu uns aufgeopfert hat. Ich glaube, unser Leben ist immer Antwort. Es ist immer zurückgeben, was wir empfangen haben, und es beginnt damit, so wie wir beim Lauf eigentlich nur den Sauerstoff aufnehmen müssen, den die Natur uns gibt, so gilt es auch für unser geistliches Leben. Die Liebe Gottes, seine Hingabe anzunehmen, wahrzunehmen, wie sehr wir durch ihn leben, und sagen, das ist der Motor, der mich antreibt. Das ist die Kraft, die mich voranbringt. Und damit können wir auch die Herausforderungen überwinden. Den Weg zum Kalvarienberg hinaufsteigen. Und hier heißt es, dass wir von dort zum Flug auf den Berg der Verklärung erhoben werden. Das heißt also, der Kalvarienberg ist eigentlich Ort der Verklärung. Es ist der Weg vom Tod zur Auferstehung. Es ist nicht das Ende, sondern es ist der Durchgang zum neuen Leben. Mit Padre Pio können wir uns diesen Gedanken noch einmal hingeben. Die Einladung, uns nicht zu schonen bei unserem Aufstieg auf den Kalvarienberg, und zwar aus Liebe zu dem, der sich für uns aufopferte. Und dann geduldig warten in der Gewissheit, dass
wir uns vom Kalvarienberg zum Berg Tabor aufmachen. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche euch diese Erfahrung der aufopfernden Liebe Jesu, die uns Kraft gibt, dass wir den Lauf fortführen, dass wir nicht vorher aufgeben, sondern merken, wie viel Kraft uns von Gott geschenkt ist. Pace bene.